Willkommen zurück zu Let's Play Mario & Luigi Paper Jam Bros. Heute werden wir den Pokéboss-Fight machen, auf den ich eigentlich gar keinen Bock habe, weil er einfach total asozial ist und mega schlimm ist, weil ich bin hier schon in Aufnahme Nummer 2. Ich habe einen Pokéfight natürlich verkackt, weil einfach sofort alle tot waren und ich keine One-Up-Pilze mehr habe oder hatte. Und deshalb werde ich jetzt hier One-Up-Pilze kaufen. Ich werde die Fail-Parts natürlich nicht hochladen, weil einfach das total uninteressant ist für euch. Ja, die ganzen Fails zu sehen und dann am Ende 20 Minuten verschwendet zu haben. Falls ihr eine verrückte Verkaufspersönlichkeit sucht, seid ihr bei mir übrigens völlig falsch. Ich bin nämlich ein ganz normaler Toad, wie ihr ihn in jedem Laden findet. Überhaupt nichts Besonderes. Und jetzt kaufen wir hier schnell ein paar Items, ganz viele One-Up-Pilze, am besten gleich so 15, wie ich hier lande. 750 macht das dann, aber es ist mir kackegal. Wir haben 18 One-Up-Pilze, das müsste reichen. Und natürlich, ich spuck drauf auf dem Bildschirm, perfekt so. So, Pilze kaufen wir uns auch gleich hoch. Ganz schön viele. Ich denke mal 25 passen. Und ganz viel Sirup. Obwohl 12, 13 habe ich jetzt geholt. So. Und zwar nochmal hier. Ich hätte nie gedacht, dass ich nochmal ein Mario & Luigi Paper Jam Bros. Part aufnehmen werde, weil ich einfach niemals gedacht hätte, dass ich. Ich weiß nicht, wo es hingeht zu dieser Brücke. Dass ich. Hier kommt man nicht hin. Perfekt. Dass ich irgendwie noch dahin komme, weil meine ursprüngliche Let's Play-Datei wurde irgendwie, habe ich weitergemacht und habe dann nicht mehr den Standort gehabt und dann habe ich einfach mich entschieden, jetzt nochmal das Ganze hier neu zu machen und habe mich dann innerhalb eines Tages hochgespielt auf das, was wir hier brauchen. So, einen Fight werden wir nicht machen, weil wir nicht nochmal low werden wollen, bevor wir dann zum Boss-Fight gehen. 1, 2, 3... Das ist weg mit der tollen Trio-Attacke. So, wo ist die Brücke? So, jetzt beginnt das affige Suchen, weil hier nicht wirklich beschrieben ist, wo man hin muss. Wir rennen einfach hier hoch, so wie wir es gerade finden. Und werden dann gucken, wo ist die Brücke, bitte. Danke. Ah, hier ist die Brücke. Das ist die richtige. Die lange mit den Pokis am Ende. Oh, der Fight wird schlimm, ich sag's euch. Und wir müssen darauf achten, dass Mario und Luigi am Leben bleiben, weil die sind die wichtigsten bei beidem. Oder besser gesagt auch Paper Mario, denn eine Trio-Attacke ist auch nicht dumm. Und hier kommt dieses Trampolin hin, was wir im letzten Part auch erhalten haben. Sorry, wenn ich in der Anweisung, in der Einleitung hier viel vergesse, weil einfach, ich habe sehr viel gefailt. Ich bin dumm, haben wir es schon gemacht, aber ich wollte einfach sicher gehen. So, ich sehe das Trampolin, das uns sehr weit nach oben verfolgt. Mhm. Katapultiert. Oh, der Pocky fragt sich was. Ich hasse diese Sprechblasen schon seit einer halben Stunde bei dem Pocky, weil ich ja eine halbe Stunde verschwendet habe mit der Aufnahme. Bis ich dann komplett Game Over gegangen bin und ich dachte mir einfach, sowas interessiert jemanden nicht, wenn ich dann im nächsten Part nochmal den gleichen Bossfight mache, bis ich ihn schaffe. Wir wollten ja unbedingt unglaublich hochspringen. Vielleicht haben die Papiere das ein klein bisschen übertrieben. Aber eins muss man durchlassen, Jungs. Super Landung, volle Punktzahl. Man könnte denken, ihr habt jede Menge Erfahrung mit harten Landungen. Ja. Das sind Mario und Luigi. Die erkennen das. Also lasst uns diese Typen fertig machen, damit wir endlich unseren Weg fortsetzen können. Ja. Ich will die unbedingt fertig machen. Es wird so gut tun, die zu killen. Einfach weil sie gerade so asozial waren und jetzt kenne ich die Attacken. Ich meine, man sollte mir jetzt nicht übel nehmen, dass ich jetzt hier ein bisschen verkacke, weil ich einfach gar nicht dran gewöhnt bin. Ich spiele das Spiel seit einem Tag jetzt wieder. Und mit der Hälfte bin ich noch gar nicht vertraut. Besonders nicht mit diesen asozialen Pokis. Die sind wirklich asozial des Todes. Und der erste stirbt. Wir müssen immer den gleichzeitig wegmachen von den Teilen hier. Oh Gott. Das ist so Anspannung, Leute. Das ist so Anspannung. Ich werde da gar nichts währenddessen reden können, während die attackieren. Aber wir machen sofort eine Trio-Attacke. Wir machen keinen Squash, weil das ein bisschen wenig Schaden macht, habe ich das Gefühl. Und jedes Einzelne trifft. Und dann haben wir bei jedem Einzelnen ein kleines bisschen Schaden. Und wenn die können sich dann so schnell wieder regenerieren. Wir werden uns erstmal um den Pocky hier kümmern. Weil wir den ja auch kleiner kriegen müssen. Dass der andere sich nicht mehr nach dem hier regenerieren kann oder wie auch immer. Oh, man muss jetzt schon anfangen zu spammen. Jetzt habe ich ein bisschen den Start verpasst. Muss man ganz oft die Buchstaben von denen drücken und ich denke, wir werden nicht so allzu hoch kommen. Komm schon, Mario. Mann, das ist nicht zu hoch.
wie ich denke. Oh, perfekt. Das sah ganz gut aus, das wäre jetzt exzellent. Oh, exzellent. Und 30 Schaden auf seinen Kopf hier. Es ist eigentlich egal, wie viele Teile sie unten haben. Obwohl, wenn sie nur noch 3, glaube ich, unten haben, dann können sie gar nicht mehr alle treffen bei dem ganzen Krimskrams hier. Krimskrams, ja, Krimskrams. Jo. Okay, was machen wir? Wir tun den roten Panzer auf sein Unterstes, dass wir den killen können. In dem bin ich nicht gut. Verübelst mir nicht, wenn ich dann... Oh, das kann doch nicht dein Ernst sein. Gesamtschaden 5. Der Hammer hätte sich mehr gelohnt. Hallo? So, Muschelbohrer. Ganz klar auf seine Fresse. Weil wir einfach damit sehr viel Schaden auf seinen Kopf machen können. Und dann hier spammen. Bam. Und man macht einen Schaden normal und man macht einen Schaden mit toll. Ergibt, also es ist eigentlich voll hilfreich. Och nö, ich hasse das. Ich hasse das so sehr. Man kann es ein bisschen an der Mimik sehen, aber ich kann das einfach nicht. Man kann nicht reagieren. Hallo, ich habe gerade gedrückt und es klappt einfach nicht. Fick dich. Und wenn ich dann drücke, vorhersehend, dann zählt das nie. Mario ist tot, ein Wunder. Deswegen habe ich mir so viele Wonderpilze gekauft. Egal, ob es jetzt wieder eine ganze scheiß Teil hier verbraucht. Oh, Leute. Dieser Fight wird so schlimm. Mhm. Oh, nö. Oh Gott, das ist Anspannung pur, ey. Das ist Anspannung pur. Oh, Luigi, komm. Wir hauen mal die Brosblume auf alle, geht ja auch nicht anders, auf alle einfach rein, weil er ist aus Papier. Das könnte vielleicht fackeln und ihm viel Schaden machen. Hier muss man wahrscheinlich, bei diesem Part sind, ist alles gefragt hier. Man muss mitdenken. What? Okay, das hat sehr viel Schaden bei ihm gemacht. Okay, aber es killt nichts. Okay. Mit jedem Teil wird er schneller, das ist echt schlimm, aber mit Paper Marios Hammern, die alle hintereinander gehen, braucht man kein Timing dafür. Oh nein, jetzt wird er sich aber gleich abschauen, ne? Also wir müssen jetzt hier irgendwie Schaden auf den großen Pockys Teil hier kriegen, dass mindestens der untere weg ist. Ja, gut. Perfekt. So, wir machen mal gleich wieder hier den Trio-Drachen. Wir haben noch viel. Wir gehen wieder auf den Pocky. Wir wollen den erstmal killen und den anderen danach. Weil ich meine, klar, man sollte sie hin und her machen, damit die Teile, die nicht mehr nachwachsen können. Weil wenn beim anderen das fehlt, kann er sich auch nichts mehr abgucken. Und dann kriegt er auch nicht die Idee, das Ganze wieder zu regenerieren. Aber okay, ich muss jetzt hier spammen. Ich bin noch nicht gut in dieser Trio-Attacke. Man kann viel mehr rausholen. Oh, ein bisschen zu früh, glaube ich. Man. Oh, super wenigstens. 28 Schaden, das ist ziemlich gut. Also wir haben schon um die 50 Schaden an dem Pocky-Kopf gemacht. Ich würde schätzen, dass er nicht mehr als 100 hat. Also er müsste schon fast down sein. Würde ich ganz einfach tippen. So, aber dem kann man sich auch noch auf die Teile fallen lassen, weil er ist schließlich... Luigi! Oh mein Gott! Ah, kacke, ich wollte gerade mit A-Luigi hochholen. Ah, verdammt, schaut euch das an, der macht einfach 31 Schaden. Affig. Oh Gott. Das ist echt so affig. Wenigstens habe ich mir dieses Mal viele Wonderpilze vorher geholt. Aber wir werden so viel verschwenden, um hier nur die Wonderpilze zu geben. Und es sind schon fast 10 Minuten vorbei. Hallo, 10 Minuten. Und wir haben kaum Fortschritt gemacht. 10 Minuten voller Genervtheit. So, Mario, du kümmerst... Nein, natürlich. Ach, er kann den gar nicht mehr treffen. Geil. Er ist zu klein. Perfekt. Oh, Mario ist schon wieder low. Och Gott. Eieiei. Das ist echt ein bisschen frustrierend. Oh nein, aber gleich guckt er sich das ab, ne? Oh Gott. So, erstmal von dem hier was klauen.
Ja, das Teil muss weg. Er kann sich kaum noch was abgucken, der Typ. Und Mario tut sich selber mal, weil er selber keine guten Paar-Attacken hat, tut er sich mal selber regenerieren. Wir machen gute Fortschritte, obwohl, ja, es wird irgendwann egal sein. Das ist Mario. Mhm, gut gemacht. Luigi. Ach, man kann es erkennen, von wo der guckt. Okay, gut. Langsam bin ich so ein bisschen reingekommen. Wir verwenden nochmal die Bros-Blume. Einfach weil wir genug BP haben, wir können sie am Ende nochmal auffüllen bei solchen riesigen Blöcken da. Ich bin nicht gut beim Cross. Ich weiß nicht genau, wann Luigi und wann Mario wieder dran ist. Aber hier geht nicht ganz gut, weil ich einfach hin und her machen kann von den Teilen. Oh, ouch für den armen Papierpocky. Tut mir ja so leid. Yes, sie sind auf dem gleichen Stand. Das ist perfekt, Leute. Das ist perfekt. Wir machen jetzt eine Trio-Attacke. Wieder den Trio-Drachen, wieder auf den Maxi-Pocky. Nicht auf den Papier-Pocky. Hier drücke ich immer mit Y, weil es sich einfach geil anfühlt. Oh, wir können beide. Ne, können wir nicht. Ich dachte gerade, wir können beide. Ah, jetzt verkacke ich wieder den Anfang, weil ich immer nicht dran denke. Ja, okay. Luigi, gib mir einfach mal recht. Ja, okay, du hast verkackt. Ja, nice. Na, das ist die schlechteste Höhe, die wir jemals hatten. Obwohl, wir sind eigentlich noch voll gut hochgekommen. Auf geht's, Paper Mario. Kill him. Das ist eine passable Höhe. Wir sind nicht so hoch, wie wir wollten. Oh mein Gott, ich dachte gerade, der macht 99. Aber er ist komplett weggeputzt. Hallo, wo ist er? Ist er tot? Das muss es sein. Ja, wir haben ihn so oft am Kopf getroffen. Okay, gut. Wir machen Fortschritte. Wir sind nämlich jetzt... Wir wissen ja jetzt, wo was wir hier machen müssen, um ihn zu killen. Ah, oh, es raged. Jetzt wird er groß. Ja, das wollte ich nicht sagen vorher, egal ob ich es wusste, weil einfach ja. Hallo, ich wollte euch nicht spoilern. Okay, ich bin so nett. Okay, gut. Er geht nur viermal drauf bei diesem Teil. Und schon ein Teil ist wieder tot, aber wir müssen uns auf seinen Kopf konzentrieren. Deswegen werden wir hier mal... Oh, Mario, du hast echt nichts dafür, den... Alter, dann tun wir einfach... Nein, ich will nicht flüchten. Das ist ein bisschen blöd, würde das klappen. Wasten wir eine Attacke. Das könnte ihn eigentlich sogar killen, das untere Teil. Nein, kann es nicht. Perfekt. Aber wenigstens hat er jetzt alleine nicht mehr gute Attacken. Also ich bin froh, dass ich den Maxi-Pocky jetzt... Ficken. Schaut euch das an. Er hat jetzt noch 4 Leben. Aber sein unteres Teil ist tot. Egal, ob er sich wahrscheinlich gleich wieder hochmacht. Also, Trio-Drache klappt nicht, deswegen werde ich einfach mal Mario erstmal heilen und danach irgendwie schauen, wann gebe ich Paper Mario ein bisschen Sirup, dass er mehr BP hat für die Attacke. Aber Luigi müsste es noch für den Muschelbohrer erreichen, perfekt. Und damit können wir seinen Kopf wieder ein bisschen zertrümmern. Beespam. Yes, 34 gesamt. Und sie machen eine dumme Pose. Peinlich. Exzellent, Muschelbohrer. Wieso kann Mario nichts an seinem Kopf machen? Wenigstens kann ich Sirup jetzt Paper Mario geben. Weil der Trio-Drachen, den will ich auf jeden Fall nochmal probieren. Was heißt probieren? Einfach wieder machen. Gut, das ist am einfachsten bei Pac-Man. Was sag ich Pac-Man hier? Bei Paper Mario zu verteidigen. Wahrscheinlich wegen dem P am Anfang. Weil er Paper Mario ist einfach der flinkste und der, wo man keinen Skill braucht. Oh, jetzt wird er sich wieder hoch. Nein! Oh Gott. Wir können rausspringen, oder? Oh nein. Das Timing komplett verschissen. Wir haben keinen BP für den Muschelbohrer. Aber Luigi! Sei zum ersten Mal sowas gut, Luigi. Er wird ja immer so als der Nutzlose dargestellt. Wir werden BP und sowas sparen. Und jetzt erstmal hier mit Sprüngen. Ihn deffen, wenn er... Er ist wenigstens sein Kopf wohl getroffen. Hallo, Leute. Das darf man nicht vergessen bei der Sache. Okay. Sein erstes Teil ist schon wieder tot, aber es juckt uns nicht. Weil wir brauchen eigentlich nur BP bei Luigi. Das wird jetzt Mario richten. Oder Paper Mario. Ne, wir können den Drachen wieder machen. Wozu habe ich mir den BP bei ihm aufgefüllt? Oh, scheiße, ich habe keinen Akku mehr. Oh, ich muss cutten. So, Leute, hoffentlich ist es nicht irgendwie unangenehmer für euch. Ich musste es aufhören, weil die Kamera keinen Akku mehr hatte. Und ich dann lieber safen wollte, dass es nicht allzu random kommt. Ach so, wir sind hier mitten in einer Paar-Attacke. In der Trio-Attacke. Sind da drei? Nicht zwei? Ein Paar sind nur zwei, Leute. Außer klein geschrieben. Aber das würde dann in diesem Zusammenhang keinen Sinn ergeben. Und wir kommen eigentlich ganz gut hoch.
Oh, wir waren, glaube ich, sogar dann ganz knapp auf 1500. Kann sein? Ja. Oh, das war, glaube ich, exzellent. Oder? Ja. Oh, perfekt, Leute. Wir werden den Boss halt auf jeden Fall schaffen jetzt. Ein vorheriger Teil ist ja total in die Hose gegangen. Oh. Er ist tot. Yes. Nice. Endlich. Oh, Junge. Wir mussten natürlich genau restarten mit einem der schwersten Sachen. Nämlich diesem Pocky-Fight. Ich denke mal, andere Fights sind nicht schwer. Auf jeden Fall fand ich den Mutant-Tyrannia-Fight gar nicht schwer. Oh, Mario und Luigi sofort auf einem neuen Level. Und hat Luigi gerade gedappt? Nein, das sieht nur so aus, zum Glück. Das ist der Usain Bolt-Jubel, wie die Bild-Zeitung jetzt berichten würde. Auf jeden Fall die Sportkommentatoren. Das ist ein bisschen peinlich. So, Level 8. Ich weiß nicht, auf welchem Level wir vorher waren. Habe ich jetzt nicht genau drauf geachtet, also beim anderen Let's Play. Auf jeden Fall sind beide jetzt hier Level 8. Die waren ja auch, die Pockys, beide ein Level höher jetzt als wir. Außer wir ja jetzt, sind ja jetzt auf Level 8. Mario und Luigi auf jeden Fall. Paper Mario noch nicht. Und alle sind tot. Nice. Ich denke mal, wir werden hier noch die Welt ein bisschen erkunden. Sorry. Muss kurz das wegmachen. Geschafft. Gute Arbeit, Team. Weiter geht's zu Bowsers Festung. Die Prinzessin braucht auch unsere Hilfe. Ja, sagt gut gearbeitet, Team. Hat nix mitgeholfen. Junge Mario ist zweimal gestorben, denke ich. Ich weiß nicht mehr genau. Ich habe gerade eine halbe Stunde Pause machen müssen, weil der Akku sonst nicht gut aufgeladen wäre. Und auf jeden Fall nicht zuverlässig. Okay, hier gibt's nichts mehr, außer die Itemblöcke. Aber die haben ja ein bisschen Sachen hier für uns, würde ich mal schätzen. Ja. Und hier geht's dann runter, wieder. So, das Trampolin brauchen wir nicht. Wir werden alle KP auffüllen und alle BP. Und dann, ich weiß nicht, was wir jetzt machen. Ich denke mal, hier gibt es ja nichts mehr Gescheites. Also war es das jetzt von diesem Part mit dem zweiten Bossfight aus dem aus den Doppelmoppeldünen. Die Doppelmoppeldünen-Grotte ist ja nur das hier. Insgesamt ist das ja die Doppelmoppeldüne. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ich speichere wahrscheinlich jetzt noch. Wahrscheinlich. Nein, ich speichere jetzt nicht. Also ich lösche das jetzt. Ich liebe den Bossfight mit Pocky. Mit den beiden Pockys. Mit Maxi Pocky und Paper Pocky. Das war's dann. Bis zum nächsten Mal und ciao.